Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ultimate Team. Heute mal wieder vom Lars. Ja, was bisher geschah, so wird zumindest voraussichtlich der Titel dieses Videos heißen. Das Ganze bezieht sich einfach darauf, dass ich jetzt einen kurzen Cut mache. Im Hintergrund war jetzt gerade beim ersten Spiel kein Gameplay zu sehen, weil das irgendwie leider von der Festplatte verschwunden ist. Aber hier ist jetzt auch direkt das zweite. Das sind beides Gameplays aus der aktuellen vierten Liga, in der ich war, wo ich leider zwischendurch einen ziemlich dicken Durchhänger hatte und da ein paar Niederlagen kassieren musste, sodass ich jetzt dieses Spiel noch gewonnen habe, aber damit letztendlich nur den Ligaverbleib sichern konnte. Das Ganze bedeutet, dass jetzt hier in diesem Video nur die größten Chancen bzw. Tore dieser alten Saison noch gezeigt werden. Aber danach geht es noch mit zwei neuen Spielen in die neue Saison, wo ich dann versuche, den Liga-4-Titel zu holen. Inzwischen ist sie auch schon gespielt, aber ich spoilere jetzt nicht, wie das Ganze ausgeht. Ich sage nur, dass es auf jeden Fall deutlich besser ist als bei diesem Versuch. Zum eigentlichen Thema. Das geht jetzt einfach darum, dass ich jetzt gemerkt habe, dass doch zumindest der ein oder andere neue Zuschauer diese Serie verfolgt. Und um diesen Zuschauern, die jetzt halt erst später dazugekommen sind, auch die Möglichkeit zu bieten, meine alten Videos anzugucken oder halt nur die Themen anzugucken, die sie wirklich interessieren, wollte ich jetzt in einer relativ langweiligen Aufzählung einfach nochmal kurz euch darstellen bzw. darlegen, was ich bisher an Parts gemacht habe und worüber die handeln. Und in der Infobox unten wird dann der passende Link zu der Playlist dabei sein, sodass ihr dann da euch die einzelnen Videos auch gerne anschauen könnt. Deswegen direkt zur Aufzählung. Im Video 1 ging es natürlich ganz klassisch in einem Teambuilding los und den ersten Infos zu dieser Serie, wie ich sie mir vorstelle. Im zweiten Video wurde dann direkt über die Zukunft dieser Serie gesprochen, wie ich persönlich sie mir vorstelle, aber auch was ihr für Wünsche habt und Vorschläge hättet. Da könnt ihr auch gerne immer noch eure Vorschläge in die Kommentare hauen. Das ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ich mich da ein bisschen dran orientieren kann. Im dritten Video ging es dann schon um das erste richtige Thema. Da ging das ganze Video um das Thema Momentum, ob es existiert oder nicht, was ich davon halte. In Part 4 habe ich dann versucht, den Pelé, der ja exklusiv auf der Xbox zu spielen ist, zu ersetzen auf der PlayStation und habe mir dafür einen sogenannten Fake-Pelé zugelegt und habe da versucht, ein sehr schönes Gameplay zu erspielen. Das Video 5 hat dann das Oberthema EA-Partnerschaften, insbesondere in Bezug auf YouTube, ob wir davon letztendlich profitieren oder ob wir doch eher Nachteile dadurch haben, insbesondere als kleinere YouTuber. Dann das sechste Video ist, ja, unter dem Thema zu fassen, ist FIFA unfair? Also als Frage gestellt. Da zeige ich so ein bisschen auf, wie meine Einstellung zu diesem Spiel aktuell ist und ob das Ganze wirklich fair ist, also ob jeder die gleichen Chancen hat oder ob es da doch Unterschiede gibt. Im nächsten Video, das ist dann schon der Part 7, geht es dann zu auf das Video vom Chris. Der hat auch in meiner Serie einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Falls Leute hier wirklich nur FIFA gucken sollten, wovon ich nicht ausgehe, Chris ist mein Kumpel, mit dem ich zusammen den Kanal leite. Der hat dann auch mal ein Video dazu gemacht, ob sich wirklich jedes Jahr ein neues FIFA lohnen würde. Auf dieses Video habe ich dann als Part 8 eine Antwort gemacht, in der ich dann ja meine Ansichten, die aber auch dem Chris sehr ähneln, ein bisschen darlege, sodass man da wirklich von zwei Personen aus, von mir als FIFA-Süchtigen und von ihm als Gelegenheitsspieler, eine gute, ja, gute Argumentation geliefert bekommt. Im neunten Part ging es dann darum, immer nur Ultimate Team, denn letztendlich bin ich ein bisschen der Meinung, dass FIFA wirklich nur auf das Ultimate Team reduziert wird und erkläre euch da so ein bisschen, wie ich auf diese Idee komme und warum ich der Meinung bin, dass man das auf jeden Fall nicht so sagen sollte. Und anschließend dann ein sehr, sehr nettes Bundesliga-Squad-Bilder. Ich nehme mal gerade meinen Zettel, den ich umdrehen muss. Ich hoffe, man hört das nicht. Part 10, ein sehr schöner Bundesliga-Squad-Bilder mit meinem aktuellen zweiten Team, das ich im Moment sehr, sehr gerne spiele. Und dann im Video 11 habe ich so den ersten Rückblick gemacht. Da ging es so ein bisschen darum, wie sind die letzten 10 Folgen verlaufen, wie ist die Entwicklung dieser Serie. Und ja, da könnt ihr natürlich auch wieder sehr gerne Vorschläge über die Zukunft der Serie mit reinbringen. Und Part 12, das war dann mein erster Versuch, den Pokal zu gewinnen. Ob es geklappt hat, werdet ihr da sehen. Das Ganze ist in zwei Parts aufgesplittet. Auf jeden Fall zu empfehlen. Guckt da unbedingt mal vorbei. Und jetzt das letzte Video war dann der Hybrid Squad Builder aus einem Barclays Team und der Bundesliga. Das waren an sich so die interessantesten oder im Endeffekt auch wirklich alle Videos, die ich gemacht habe. Wir haben alle nochmal in der Playlist unten in der Infobox verlinkt. Und wenn euch jetzt irgendein Thema zugesagt hat, schaut auf jeden Fall vorbei. Lasst einen Kommentar und ein Like da und in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Lars.